Hallo und herzlich willkommen bei der Lindig Fördertechnik GmbH in Eisenach und herzlich willkommen auch zum 5. Eisenacher Logistikforum. Ich bin Adi Rückewold und ich zeige Ihnen, was bei dieser Veranstaltung in diesem Jahr alles passiert ist, welche Themen besprochen wurden, welche Gäste da waren und wir hatten wirklich hochkarätige Gäste. Das sehen Sie alles jetzt. Auch 2012 war das Vollack Feng Shui Seminar- und Tagungszentrum in Eisenach-Stettfeld Veranstaltungsort des Eisenacher Logistikforums. Zum nunmehr 5. Mal hatten sich Vertreter der Logistikbranche in der Wartburgstadt getroffen, um Antworten auf Fragen rund um das Thema Logistik zu finden. In diesem Jahr standen dabei vor allem die Optimierung von Staplerflotten, die Verbesserung der Sicherheit im innerbetrieblichen Materialfluss wie auch evolutionäre und revolutionäre Entwicklungslinien in der Intralogistik im Fokus. Organisiert wurde alles wieder von der Lindig Fördertechnik GmbH aus Eisenach. Das Unternehmen schaffte es erneut, allen Teilnehmern ein breites und vor allem informatives Angebot zu bieten. Das Einstiegsreferat kam von Professor Karl-Heinz Weking. Er ist einer der führenden Köpfe für Intralogistik in Deutschland. Sein Thema: die evolutionären und revolutionären Entwicklungslinien in der Intralogistik. Mit jeweils über 100 begeisterten Teilnehmern waren die Veranstaltungen schon in den letzten Jahren ein voller Erfolg. Das Eisenacher Logistikforum ist in dieser Zeit eine Plattform für regionale und überregionale Unternehmen geworden. Von dieser Veranstaltung profitieren nicht nur Logistiker oder Spediteure, sondern auch Industrieunternehmen mit innerbetrieblichem Materialfluss. Und genau das ist die sogenannte Intralogistik. Ein Highlight in diesem Jahr war auch der Vortrag Erfurt schreit vor Glück. Das machte alle neugierig, denn Simon Straub zeigte am Beispiel des Online-Kaufhauses Zalando, wie Deutschlands größter Kleiderschrank logistisch organisiert wird. Simon Straub war als Projektleiter für den Aufbau des Zalando Logistikzentrums in Erfurt verantwortlich. Für uns war ja Erfurt ein Standort, der sich gegenüber vielen anderen durchgesetzt hat. Einmal aufgrund der wirklich zentralen Lage innerhalb Deutschlands. Wir kommen von hier sehr, sehr schnell zu all unseren Kunden im deutschen Raum, aber auch im internationalen europäischen Raum. Wir hatten hier die Gegebenheiten vor Ort, das zu realisieren, was wir für richtig halten, wo wir der Meinung sind, da müssen wir mit unserem Logistik-Fulfillment hin, vom Layout, von den Gebäudeproportionen. Außerdem wurden in insgesamt 11 Fachvorträgen Fragen rund um das Thema Intralogistik erörtert und an praktischen Beispielen neue Wege und Lösungen aufgezeigt. Das Eisenacher Logistikforum war auch wieder Praxis zum Anfassen. Bei der Fachausstellung hatten sich parallel zu den Vorträgen 16 Firmen präsentiert. Neben aller Intralogistik und Verbesserung der betriebsinternen Abläufe ist das Eisenacher Logistikforum auch eine Kontaktbörse zwischen Industrie, Handel, Logistikdienstleistern, Beratern und Hochschulen. Und genau das sind die Ziele des Logistiknetzwerkes Thüringen. 2008 wurde der Firmenverbund im Freistaat gegründet. Dieses Netzwerk ist, denke ich, sehr wichtig, dass es A gegründet wurde, dass es B weiter besteht, auch wenn leider in der Thüringer Förderpolitik mit dem Trendatlas, der dort aufgestellt wurde, die Logistik als nicht förderungswürdig zwar abgestraft wurde, bei der Bedeutung, die sie aber eigentlich in dem Bundesland hier hat, sehe ich das nicht ganz so und ich würde mir wünschen, wenn man dort also auch von der politischen Seite entsprechend auch weiterhin Unterstützung finden. Ein klares Signal in Richtung Landesregierung. Tausende Beschäftigte der Thüringer Logistikbranche sprechen deutliche Zahlen. Bis dahin müssen sich die Unternehmen aber selbst helfen. Und dafür war das Eisenacher Logistikforum 2012 wieder die perfekte Plattform.
Am Nachmittag hatte Veranstalter Sven Lindig die Teilnehmer noch zu einem Kurzausflug auf das Lindig-Betriebsgelände eingeladen. Dort gab es Spitzentechnik für Augen und Ohren. Um es in Zahlen einfach mal auszudrücken, Linde bietet Ihnen nach dem jetzigen Kenntnisstand, glaube ich, 18 verschiedene Varianten in einer Länge, in einer Höhe, in verschiedenen Möglichkeiten, die Fahrzeuge zu konfigurieren. Was Logistik mit Motorsport zu tun hat, das erklärte die Rennsport-Ikone und mehrfache Rallye-Dakar-Teilnehmerin Ellen Lohr allen Teilnehmern am Ende. Sie packte ihre 25-jährige Erfahrung in der Motorsport-Szene in einen wirklich tollen Vortrag. Ellen Lohr und der Rallye-Virus. Diese Geschichte begann schon ganz früh. Mein Papa hat eine Autowerkstatt gehabt, also Mama, Papa, alle involviert. Und da haben wir natürlich immer rumgebastelt. Und ich komme aus Mönchengladbach. Das ist so ein Kernzentrum da oben in Nordrhein-Westfalen des Motorsports gewesen in den 80ern. Da ging das so richtig los mit Kartsport und so. Und insofern komme ich aus einer Motorsportfamilie, aber es ist nicht die Profession oder die Einnahmequelle gewesen, sondern das Hobby. Ihre Begeisterung für den Motorsport spürt man heute noch. Sie liebt ihren Beruf. Um ihren Sport ausüben zu können, ist auch Ellen Lohr auf starke Partner angewiesen. Einer dieser Partner ist die Lindig Fördertechnik. Dabei kam der Kontakt eher zufällig zustande. Wir haben uns im Internet kennengelernt, aber auf der Business-Ebene nicht auf Ziel. Tatsächlich. Und ja, dann sind wir ins Gespräch gekommen, wir haben dann auch telefoniert und haben eine Zusammenarbeit gestartet, ohne uns zu kennen. Also er hat offensichtlich irgendwie richtig Vertrauen in mich gesetzt. Ich hoffe, dass ich das jetzt mit der Abarbeitung meiner Schuld 2 Jahre später auf dem Eisenacher Logistikforum auch dann wirklich positiv zu Ende gebracht habe. Nee, also ich finde das ganz toll, dass es noch Geschäftsmänner gibt, Unternehmer gibt, die auch Vertrauen in einen setzen und sagen, das hört sich gut an, Frau Lohr, das machen wir so. Das war also damals eine schnelle Entscheidung von ihm, freue ich mich sehr drüber, hat uns damals viel geholfen, 2009 bei der Dakar. Und wenn man das dann in ein schönes Gesamtpaket packen kann, wie mit dem Logistikverein, dann ist das doch eine tolle runde Sache. 2 Jahre später nun konnte Ellen Lohr ihren Teil der Vereinbarung endlich erfüllen. Die aufmerksamen Zuhörer dankten es ihr mit viel Applaus. Es war ein perfekter Abschluss des 5. Eisenacher Logistikforums. Alle Teilnehmer und Aussteller waren mit der Veranstaltung zufrieden. Also wir nehmen auf jeden Fall mit, dass sich der Termin gelohnt hat. Wir haben einige neue Kontakte knüpfen können. Mögliche Projekte haben sich daraus auch ergeben und ich denke, wir werden in 2 Jahren wiederkommen. Das Angebot war sehr rund. Wir haben einen großen Themenspektrum auf alle Fälle abgedeckt gesehen. Von Innovationen aus der Forschung kommend, von sehr stark technikbezogenen Lösungen. Auch die Möglichkeit, nochmal wirklich vor Ort bei Lindig die Stapler und aktuelle Fahrzeuge anzusehen. Eine schöne Abrundung. Was mir besonders aufgefallen ist auch, ich kenne das Unternehmen Lindig als solches ja von seiner Entstehung an, schon über 20 Jahre fast jetzt, denke ich. Und dass der Junior jetzt so aus dem Schatten seines Vaters getreten ist und da so einen tollen Zug, sich vor diesen Zug spannt, für Thüringen, für die ganze Region, da die Zugmaschine zu machen auch. Das verfolge ich doch mit großer Aufmerksamkeit und ich finde das ganz toll, das sollte mal gesagt werden an so einem Tag. Nicht, dass es nur darum geht, heute herzukommen und zu sagen, ey, was war mal ein schöner Tag, wir haben uns auch mal alle gut amüsiert. Nein, es sind viele Menschen zusammengekommen, die sich so vielleicht gar nicht getroffen hätten. Wichtige Informationen, viele neue Kontakte und ein abwechslungsreiches Programm. Das war die Rezeptur für einen neuen Teilnehmerrekord beim 5. Eisenacher Logistikforum. Um die Qualität auch ständig so liefern zu können, sind wir auch auf einen 2-Jahres-Rhythmus gegangen, weil Jahr für Jahr das auf dem Level zu halten, ist sicherlich eine schwierige Sache. Und somit sind die geraden Jahre dann für das Eisenacher Logistikforum reserviert. Schon jetzt darf man gespannt sein, was der Unternehmer mit seinem Team zum 6. Eisenacher Logistikforum auf die Beine stellen wird. Wir sehen uns 2014.